Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute noch zu einem Kultfilm der 80er Jahre und zwar Überraschungserfolg und zwar Critters, sie sind da. Der lief damals auch 86 im Fernsehen, AD damals glaube ich noch. Und der Film war so überraschend erfolgreich, dass die Bibliotheken den noch weiter verleihen wollten, dann gedacht haben, weil Teil 2 dauert noch, bis er rauskommt, haben die dann den Teil in den Bibliotheken damals den Film umbenannt, damals in Critters, die beißen. War der gleiche Film gewesen, anderer Titel. Der Film ist echt, wie ich sage, ein Meilenstein damals 80er Jahre gewesen. Also da fängt irgendwie Science-Fiction-mäßig an im Weltall. Zwei so komische Monster da brechen da aus und dann zwei Kopfgeldjäger, die mega cool sind, so grüne leuchtende Köpfe. Und die kommen richtig cool rüber. Bounty Hunters ist ein Film geschaut, irgendwie versetzt von diesem Kopfjäger statt Kopfgeldjäger. Aber der Film ist echt hammermäßig, finde ich. Vor allem, damit die sich verwandeln, dann Videos gucken von der Erde und dann sich verwandeln, dann irgendwie dann diese mutieren da, die Gesicht, das Skelett sehen kann und so. Die Effekte waren halt 80er Jahre, halt Kult, finde ich mittlerweile. Kann man sehen, dass die Effekte gemacht sind, aber wie gesagt, also Kultfaktor, ich liebe die Effekte von damals. Die Story ist cool. Und in dem Film geht es darum, dass außerirdische Monster, die Gefangenenplaneten ausgebrochen, Quantentransporte ausgebrochen sind, 8 Critters auf der Erde landen und das sind Monster, die rote, glühende Augen haben, mehrere Zehen rein haben und alles fressen, was sie sehen irgendwie. Das sind richtige Monster, kann man sagen. Die sind ungefähr so groß, da wie so ein Furby, kann man sagen. Die werden auch größer und die sind sehr gemein. Die haben auch Stachel, die so schießen können irgendwie. Die haben, wenn der Stachel betäubt, ist er betäubt direkt und so. Also der Film ist hammermäßig. Geht darum, es geht auf Erde lang und dann so eine Farm da erreichen und dann die Familie in Terror setzen. Irgendwie der Freund der Tochter April, der stirbt, wird gefressen von denen irgendwie, ist ein Junge, der ist die Hauptrolle, kann man sagen, Brad, irgendwie, der dann irgendwie ein bisschen Lausbengel ist und dann irgendwie dann sich als Held rausstellt in der Serie. Wie gesagt, der Film ist Kult. Ich liebe den Film, gerade geschaut nochmal, also das ist so schön zu sehen, die ganzen Leute da wieder irgendwie. Also der Film 1 war sehr gut gemacht, ich fand Teil 2, möchte ich auch ein Video drüber, ein bisschen überladen, kann man sagen. Teil 1 war ein bisschen glaubhaft gewesen, ein bisschen Comedy drin, das heißt, wie Critters so Dialekte geführt haben, irgendwie oh Scheiße und so, das war schon lustig gewesen, finde ich. Und die Kopfgeldjäger sind mega cool, weil das Lied Power of the Night ist mega Kult, finde ich. Das Lied ist so hammermäßig, dass man das hört irgendwie. Und die Verwandlung davon, das ist einfach ein Hammer gewesen, 80er Jahre. Ich muss gestehen, wie ich finde, was ich gesehen habe, als Kind damals, habe ich ein bisschen Angst bekommen damals. Echt, da habe ich ein bisschen Angst gemacht, diese kleinen Monster irgendwie, weil sie so fies waren und fressen da irgendwie so richtig gruselig. Ich kann mir eine Erinnerung an den Monster von der Kiste von Creepshow, das auch so Menschen so angefressen hat, so festgebissen hat, irgendwie in Schulter und so. Der Vater in dem Film muss sehr viel leiden, wird öfters angegriffen, öfters gebissen und so. In dem Film ist auch cool, dass der eine Kopfgeldjäger sich verwandeln will, dann irgendwie so sich verwandelt hat in Leichen einmal, in den Dorftrottel, in den Fahrer. Das ist schon so ein Insider, lustig irgendwie, würde ich sagen. Der Film ist einfach nur sehr unterhaltsam, sehr gut und ich kann jeden empfehlen, den ich kennen sollte. Wie gesagt, ich habe damals gedacht, so ein bisschen so eine Gremlins nachmachen, weil Gremlins erfolgreich machen wir jetzt Gremlins-mäßig andere Monster, die ein bisschen anders aussehen, gruselig sind, andere Story-mäßig. Ich finde den Film echt gelungen. Nicht zu Unrecht gab es 3 Fortsetzungen von Teil 1, obwohl die, mache ich wieder drüber, wie gesagt, Teil 1 war noch gut, Teil 2 war auch noch gut und Teil 3 lange nicht gesehen, muss ich erstmal reinschauen, wie die beurteilen kann. Ich glaube, Teil 3 war ein bisschen ernster gewesen und Teil 4 war so eine Lachnummer gewesen. Dann sage ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao.